Und weiter geht's mit Forest of Illusion 3. Wenigstens kein Wasserlevel mehr. Ach Gott, nee. Ah, das Klack hört man jetzt ein paar Mal hier. Das ist jetzt da weg. Wusste ich's doch. Oh Gott. Nein, ey, ich hab sie schon vermisst. Ja, oh. Mano. Mano. Das erste Mal keine Leben. Warum brauche ich auch welche? Weil ich keine brauche. Nein, 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 nein. Ja. Gibt's mir dreckig, ey. Yoshi verloren, Pilz verloren. Nehme ich aber mit. Oh nein, ey. Wow! Wie knapp war das gerade, bitte? Worms. Ach, na. Zack. Irgendwo ging's rein, aber ach, egal, ich nehme erst das normale Exit. Oh Mann. Oh, passt. Vielleicht kriege ich noch die 50. Mal schauen. So, wo kommen wir jetzt hin? Ja, wusste ich doch, dass da noch ein Weg ist, ey. Aber anscheinend nicht vom Geisterhaus. So, dann. Dann braucht man das Secret Exit, um weiterzukommen. Aber ich krieg wenigstens noch mal einen Yoshi. Und eine Bombe. Yoshi. Bonus mache ich nicht. Ich habe jetzt ab sofort den Hass gegen den Bonus. Sollte noch mal irgendwann so ein Bonus kommen, springe ich da einfach hoch. So. Ja klar, jetzt hätte ich getroffen, aber eben egal. So, ich versuche jetzt ein bisschen schneller durchzukommen. Und wäre fast abgekackt, deswegen. Egal, das war nur Yoshi. Ich will den sowieso nicht so oft nutzen. Gottes Wille. Ich bin schon dazu verleugnet, aber Schluss da rein. Die Yoshi-Münze zu holen. Und wenn man hier nicht groß ist, kann man gerade nochmal rausgehen. Das ist nämlich der Nachteil. Und somit wären wir nun bei Burg Nummer 5. Mache ich jetzt die Burg oder die andere? Nehmen wir erst die. Mache ich die andere in der Extra-Folge? Die Let's Fail. Das ist noch recht simpel. Einfach nicht zu weit nach vorne und auch nicht zu weit nach hinten. Einfach mal versuchen, in der Mitte zu bleiben. Oder so wie ich fast nach Gamepad. Jetzt hör auf rumzuspacken. So. Ja, es ist bald mal Neues fällig. Aber egal. Das ist ein 10 € Gamepad. Das erfüllt aber seinen Zweck. Nein, oh Gott sei Dank. Ja, die Flamme kann sich da manchmal reinklitschen. Obala, das war jetzt ein Epic Fail. Ja, komm, komm. Wow. Zack. Weg damit. Ist klar. Ist klar.
Weg da. Oh Gott. Roy. Wo ist Siggi? Siggi und Roy. Ist eigentlich genau das gleiche Prinzip wie in der zweiten Burg, nur dass die Wände näher kommen. Und zwar. Nein, ne? Der erste Tod beim Boss. Na, gerade nochmal. Und ich glaube, da gab es keinen Mittelpunkt, oder? Ach nein. Ja, sehen wir das Ganze nochmal. Wie gesagt, rausschneiden tue ich. Achso, mit rausschneiden und so, das werde ich ab dem dritten Fail machen. Also, das wäre jetzt der erste. Beim dritten schneide ich das raus. Ich könnte auch ein Safe-Set vor der Tür machen, aber das wäre langweilig. Wird mir der Spaß am Level vergehen. Nein, sie hat sich reinge. Oh, Gott sei Dank. Ja. Ja, was war das? Warum ist der jetzt losgerannt? Oh Gott, ey. Na, nochmal. Ja, schreibt von mir, sind die Kommentare ein Epic Fail? Das war wirklich einer. Ich weiß immer noch nicht, warum der gerannt ist auf einmal. Oh, ich kann das nicht mehr sehen, ne? Ich glaube, Burg Nummer 7 ist genauso aufgebaut, aber da kann man mit einer Feder schön durchflattern. Ja, jetzt bleib mal schön in der Mitte, Mario. Rennen kannst du danach, so viel wie du willst. Ja, tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen leiser bin, aber ich will mich jetzt konzentrieren, nicht nochmal verrecken. Ja. Oh Gott, mach's nicht immer so knapp, Mario. Oha. Da will ich mich beeilen und bin fast am Failen. Komm her. Oh. Oh Gott sei Dank. So. Roy. Ein zweites Mal. So. Diesmal kannst du dein Gebet sprechen, denn jetzt habe ich dich. Ey, beim einfachsten Boss, ne? Egal, gehört dazu. Ey, heftig bin ich gefailt, ey. Oh, da ist sie da. Mit meinem schlechten Englisch übersetzen. Thank you. Hä? What the fuck? Ja, what the fuck? Boom! Mario hat einen Weg aus dem Wald der Illusion gefunden und hat hat das Ende über Roy Cooper in Castle Nummer 5 gebracht. On what? Was heißt denn das? Irgendwelche Gefahren lauern jetzt auf Schokoladeninsel. Nein. Also ich laufe jetzt noch hoch zur Burg und dann. Ja, die gibt's dann vielleicht alles auf einmal. Das sind dann glaube ich 4 Folgen. Ich könnte ja auch Welt für Welt hochladen. Wäre glaube ich angemessener. Ja. Wie wir diese Waldburg bestreiten, seht ihr in der nächsten Folge. Also, bis dann.